Das gibt uns die Gelegenheit, auf den nächsten Tagesordnungspunkt schon mal zu schauen. Da geht es nämlich um den Schutz vor Schienenlärm. Auf Deutschlands Schienen, so heißt das, sind immer noch viel zu viele laute Güterwaggons unterwegs. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD deshalb festgestreben, den Schienenlärm bis 2020 zu halbieren. Die von der Bundesregierung angestrebte Umrüstung, um die Lärmbelastung unter anderem durch sogenannte leisere Bremsen zu mindern, kommt allerdings nicht schnell genug voran. Deswegen gibt es die eine und andere Kritik an der Umsetzung und deswegen drohen der Bahn auch möglicherweise ordnungsrechtliche Maßnahmen auf stark befahrenen Güterstrecken. Zum Beispiel war im Gespräch ein Nachtfahrverbot für nicht umgerüstete Güterwagen. Das Ganze ist ein teures Unternehmen für die Bahn, die von bisher 64.000 Waggons lediglich 33.000, also ungefähr die Hälfte, mit diesen sogenannten Flüsterbremsen ausgestattet hat. Ende 2017 sollen es dann rund 40.000 sein. Das Ganze wird auch hier abschließend beraten. Wenn dann die Abstimmung folgt am Ende dieser Aussprache, wird ein weiteres Gesetz verabschiedet sein in dieser Legislaturperiode, das dann, wie gesagt, mehr Schutz bieten soll vor Schienenlärm. Aber bis dahin wird es auch noch eine muntere Debatte geben, denn die Ansätze sind hier doch recht unterschiedlich und die Kritik vor allem aus den Reihen der Opposition ist doch sehr deutlich an dem, was da bislang umgesetzt worden ist. Wir werfen schon mal einen Blick auf die Rednerliste und stellen fest, der erste Redner in dieser Debatte wird der parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium sein. Das ist Enner Querlemann. Wir auf die Zielgerade der Legislaturperiode einbiegen, wohl eine der erfolgreichsten Legislaturperioden für die Verkehrspolitik seit ewig. Ich würde sagen, seit den Zeiten, als Verkehrsminister Seebohm die Verantwortung für die Verkehrspolitik trug, damals noch von der legendären Deutschen Partei, haben wir wirklich in dieser Legislaturperiode gemeinsam Unglaubliches geleistet. Ich darf mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion bedanken und insbesondere auch lieber Michael Meister beim Finanzminister, weil ihr uns immer sehr unterstützt habt und das hoffentlich weiter auch tut. Und neben den vielen Gesetzen, die wir gemeinsam verabschiedet haben, eine unglaubliche Investitionsinitiative mit sage und schreibe 271 Milliarden Euro für die Verkehrsinfrastruktur bis 2030, neben vielem anderen, setzen wir heute mit der Verabschiedung des Schienenlärmschutzgesetzes dem Ganzen noch eine Krone auf. Viele Menschen, viele Millionen Menschen haben auf dieses Gesetz gewartet und sie haben eigentlich, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich nie geglaubt, dass in dieser Periode ein solches Gesetz von uns vorgelegt wird und von Ihnen heute beschlossen werden kann. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir im Verkehrsausschuss als dem federführenden Fachausschuss eine einstimmige Beschlusslage hinbekommen haben. Das ist zu so einem komplizierten Thema nicht selbstverständlich. Was regeln wir? Viele Menschen sagen, wenn ich ein ICE höre oder ein IC, läuft der relativ leise. Das gilt genauso für Nahverkehrszüge in aller Regel. Aber warum ist das bei Güterzügen nicht so? Hintergrund ist, bei Güterzügen bremsen wir die Züge Stahl auf Stahl. Das heißt, das Stahlrad wird mit einer Stahlbremse gebremst. Das raut das Rad auf und dadurch fängt das Rad, weil es unrund ist, an zu holpern, was wir mit dem menschlichen Auge nicht sehen, aber das erzeugt die lauten Geräusche. Bei Fernverkehrs- oder Nahverkehrszügen bremsen wir mit einer Kompositsohle, die das Rad nicht aufraut und deswegen das Rad glatt bleibt und damit nicht die hohen Lärmfrequenzen erzeugt. Und so war es klug, dass wir vor einiger Zeit ein Förderprogramm gemacht haben und gesagt haben, wir wollen, dass die Güterwagen umgerüstet werden von der Bremsung mit Stahl auf Kompositsohle oder auf die sogenannte Leichtlaufsohle, wo wir dann mit einer kleinen Nachrüstung auch den gleichen Effekt erzielen können. Das ist sehr erfolgreich gelungen. Und wir haben damals gesagt, wenn bis 2016 nicht etwa die Hälfte der Güterwagen in Deutschland, die hier fahren, umgerüstet ist, wollen wir mit bestimmten Maßnahmen eben im Güterverkehr eingrenzen. Und da wir sehr erfolgreich mit der Umsetzung des Programms sind, ich gehe davon aus, dass wir um die 50% der Güterwagen in Deutschland umgerüstet haben werden,
haben uns dazu entschlossen, ein solches Gesetz vorzulegen, was ab 2020 zum Fahrplanwechsel, also ab 2021, komplett die Fahrten mit Güterwegen, mit lauten Güterwegen in Deutschland verbietet. Komplett verbietet. Vorbild dafür. Vorbild dafür ist, wie in Eisenbahndingen so häufig für uns die Schweiz. Auch die haben das zum gleichen Zeitraum vor. Die Niederländer unterstützen das ebenso. Alle anderen europäischen Länder wundern sich, welches Luxusproblem vermeintlich Deutschland da bewegt. Aber da wir mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen wollen und gerade mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen wollen, wo alle Bürger im Wesentlichen sagen, richtig, ist es immer dann, wenn der Güterverkehr kommt, für die Leute eine Schreckensnachricht, weil sie sagen, dieser ganze Lärm, dieser Krach. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zur Akzeptanz des Verkehrsträgers Schiene dazu kommen, dass wir sagen, wir müssen mit dem Lärm runter, deutlich runter. Und deswegen wollen wir den Lärm auf Basis des Jahres 2008/2009 bis 2020 in ganz Deutschland komplett halbiert haben. Dafür brauchen wir diese Maßnahmen. Und damit die Wirtschaft weiß, wir reden da nicht nur drüber, wir meinen das ernst, braucht es dieses Gesetz, damit auch die letzten, vor allem ausländischen Wagenhalter, hier noch zur Umrüstung kommen, damit wir insgesamt das große Ziel erreichen können. Das ist eine Zwischenfrage, Herr Kollege. Herr Kollege Wilsch. Das ist lieb, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, wenn ich eine Frage noch stellen darf, Sie haben es selbst angesprochen, das ist eine gute Nachricht für den Rheingau, wo ich ja herkomme, dass wir die Klapperkisten wegkriegen, die gehören ins Museum und nicht auf die Schiene. Aber mehr Verkehr ist schwierig. Deshalb diskutieren wir ja auch über eine Alternativtrasse fürs Mittelrheintal. Und da wird ja auch im ist ja entsprechend im Bundesverkehrswegeplan etwas vorgesehen. Geht es da vorwärts? Das ist meine Frage. Sehr geehrter Herr Kollege, wir reden zwar heute über ein Gesetz, was das Radschienensystem verändert. Sie stellen die Frage nach einer Infrastruktur. Gleichwohl will ich Ihnen die gerne beantworten. Das ist eine der größten Herausforderungen, das herrliche Mittelrheintal von dem Schienenlärm zu befreien. Dazu gibt es natürlich die Maßnahmen, über die wir unter anderem heute reden. Aber wir werden um eine neue Infrastruktur nicht drumherum kommen. Dieses Projekt steht im sogenannten potenziellen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Bund-Länder-Arbeitsgruppen sind dabei, das zu bewerten. Potenzieller Bedarf heißt, geht die Bewertung positiv aus, rückt das Projekt automatisch in die höchste Kategorie auf den sogenannten vordringlichen Bedarf. Wir haben es hier mit einem Projekt zu tun, bei dem wir mit rund 7 Milliarden Euro Kosten rechnen. Wir werden keinen durchgängigen Tunnel machen können. Wir werden sicherlich Tunnel an Tunnel legen, um dieses Problem zu beheben. Ich glaube, es ist auf einem sehr guten Weg. Sie können sehr erfreut ins Wochenende zu Ihren Bürgerinnen und Bürgern fahren und die gute Nachricht mitnehmen. Sollten noch weitere Fragen dieser Art kommen, also will ich das gerne beantworten. Das können wir aber auch an anderer Stelle fortsetzen. Nein, dieses Gesetz ist wirklich gut, was wir heute verabschieden werden. Es gibt eine unterschiedliche Bewertung. Der Verkehrsausschuss hat gesagt, wir wollen den diskriminierungsfreien Zugang auf das deutsche Netz anders gestalten, als das Verkehrsministerium es vorgesehen hat. Wir haben unsere Bedenken dazu zurückgestellt, angesichts des großen juristischen Sachverstandes im Verkehrsausschuss, die gesagt haben, die Regelung sei europarechtskonform. Wir kennen uns als Verkehrsministerium damit auch die Maut ist europarechtskonform gewesen. Und so glauben wir, dass das auch in diesem Fall so sein wird. Deswegen werden wir dieses Gesetz so mittragen und in Europa vorlegen und durchbringen. Und damit bin ich bei dem letzten Problem. In Europa ist man noch nicht so weit in Sachen Schallschutz auf der Schiene, wie wir Deutschen, die Niederländer und die Schweizer sind. Es wird viel Überzeugungskraft kosten, die Europäische Kommission dazu zu bringen, europaweit dieses Gesetz, was wir heute machen, dann anwendbar zu machen. Das muss unser Ehrgeiz sein, dass in ganz Europa der Schienenverkehr leiser wird. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn wir dieses Gesetz heute über die Hürden heben und der Bundesrat in seiner nächsten Sitzung dann dieses Gesetz verabschiedet, sodass es in Kraft treten kann. Es ist ein wahres Highlight der Verkehrspolitik, was wir heute beschließen. Herzlichen Dank. Enna Querlemann, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, mit der Position der Bundesregierung zum Schienenlärmschutzgesetz. Für die Opposition jetzt André Hahn, und er kommt aus einem Wahlkreis, wo das ein großes Thema ist. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, meine Heimat, die Sächsische Schweiz mit der Oberelbe, umgeben von einem fantastischen Sandsteingebirge, ist eines der touristischen Kleinode in Deutschland. In diesem Naturschutzgebiet und den umliegenden Gemeinden gibt es zwei Dinge, die Einwohner und Touristen gleichermaßen stören: die im Tiefflug über die Sächsische Schweiz donnernden Militärflugzeuge
sowie der ebenso erheblich lärmverursachende Eisenbahnverkehr im oberen Elbtal von Coswig bis hoch an die tschechische Grenze in Schmilka, vor allem durch die täglich 130 bis 140 durchfahrenden Güterzüge. Lärm macht krank, und es ist daher auch Aufgabe der Politik, hier sind wir uns hoffentlich alle einig, die Lärmemissionen auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Die Erwartungen an uns Abgeordnete sind diesbezüglich hoch, wie ich aus meiner Arbeit als Mitglied des Kreistages und nach vielen Gesprächen mit Bürgerinitiativen, betroffenen Bürgern und Unternehmen in meinem Wahlkreis in Sächsische Schweiz und Osterzgebirge sowie auch Meißen weiß. Ich kann den Unmut über die derzeit dort bestehende Situation sehr gut verstehen. Hier muss endlich Abhilfe geschaffen werden. Die am 14. März in Dresden vorgestellte Machbarkeitsstudie zum Lärmschutz im Elbtal war ein Schritt in die richtige Richtung. Die nachfolgenden Diskussionen mit Kommunalpolitikern und Anwohnern machten aber auch deutlich, welche Fragen noch zu klären sind. Dies betrifft insbesondere die Gestaltung und Wirksamkeit der vorgesehenen Lärmschutzwende. Ich erwarte vor allem, dass die Bundesregierung die notwendige Finanzierungsvereinbarung mit der Bahn und dem Land Sachsen zur Umsetzung der Maßnahmen zur Lärmreduzierung kurzfristig abschließt, damit die Realisierung noch 2017 beginnen kann. Meine Damen und Herren, Schienenlärm ist nicht nur in meiner Region für die Anwohner ein großes Problem, sondern existiert entlang vieler Bahnstrecken, insbesondere solchen mit zahlreichen lauten Güterzügen. Deshalb läuft ja seit 2012 auch ein Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums zur Umrüstung alter Graugussbremssohlen auf sogenannte Flüsterbremsen, auch wenn der Begriff leider eine Übertreibung ist. Damit sollen die Lärmemissionen um bis zu 10 Dezibel reduziert werden, was allerdings nur funktioniert, wenn alle Wagen in einem Zug diese neuen Bremsen haben. Ende 2016, wir haben es gehört, war bereits rund die Hälfte der deutschen Güterwagen umgerüstet. Bis zum Jahr 2020 sollen nahezu alle deutlich leiser sein. Der Entwurf der Bundesregierung für ein Schienenlärmschutzgesetz ist im Unterschied zu vielen anderen Gesetzentwürfen aus dem Hause Dobrindt grundsätzlich sinnvoll. Daran, ja, warum soll man das nicht auch sagen? Daran haben die zahlreichen Bürgerinitiativen gegen Bahnlärm denen ich an dieser Stelle für ihre engagierte Arbeit danken möchte, einen großen Anteil. Und selbst in der Anhörung des Verkehrsausschusses gab es große Einigkeit zum Gesetz, und in der abschließenden Beratung des Ausschusses gestern wurden auch noch weitere Verbesserungen vorgenommen, sodass die Linke dem Gesetzentwurf in der nun vorliegenden Fassung zustimmen wird. Und gleichwohl gibt es aus unserer Sicht noch weitere Maßnahmen, die sinnvoll und notwendig wären. Ich will nur drei Punkte nennen. Erstens sollten neben der Auflage, dass Züge mit lauten Güterwagen nur noch mit verminderter Geschwindigkeit fahren dürfen, diese über ein verändertes Preissystem für die Trassennutzung auch deutlich stärker zur Kasse gebeten werden, zumal durch langsame Fahrten auch die Durchlässigkeit der jeweiligen Strecke eingeschränkt wird. Zweitens sollten die Lärmemissionen der Züge nicht nur anhand von theoretischen Annahmen bewertet werden, sondern auch in der realen Praxis mithilfe der ohnehin im Bahnnetz vorgesehenen Monitoringstationen. Laut Antwort der Bundesregierung auf meine Kleine Anfrage vom vergangenen Monat betreibt die DB Netz AG im oberen Elbtal bislang keine Schienenlärmmessstelle und beabsichtigt auch nicht, dort eine zu schaffen. Das ist nicht akzeptabel. Ich meine, dass eine solche Messstelle dringend benötigt wird. Drittens ist und bleibt es Aufgabe der Bundesregierung, sich auch nach Verabschiedung dieses Gesetzes für ein EU-weites, echtes Verbot von lauten Güterwagen einzusetzen. Mein Landkreis liegt direkt an der tschechischen Grenze, und auf der Bahnstrecke im Elbtal verkehren viele Güterzüge mit Waggons aus Tschechien, Österreich und Ungarn. Auch dort muss sich etwas ändern, wenn der Bahnlärm nachhaltig minimiert werden soll. Meine Damen und Herren, bis zum 13. Dezember 2020, dem Tag, an dem laut Netzfahrplan dann für das Folgejahr die Nutzung lauter Güterwagen auf dem deutschen Schienennetz verboten sein wird, ist es noch ein ganzes Stück hin. Und selbst danach wird der durch Schienenverkehr verursachte Lärm vorhanden sein, vor allem, wenn die Güterwagen zwar leiser, aber die Zahl der fahrenden Züge immer größer wird. Wir als Linke sind der Überzeugung, dass alle Menschen in diesem Land ein Recht darauf haben, vor krankmachendem Verkehrslärm geschützt zu werden, egal ob von der Schiene oder von der Straße verursacht. Hier muss der Staat seine Hausaufgaben machen.
Und auch wenn die Deutsche Bahn und das Verkehrsministerium bei diesen Themen bisher eher im Schneckentempo unterwegs waren, der vorliegende Gesetzentwurf ist überfällig und wird von uns unterstützt. Herzlichen Dank. André Hahn für die Linksfraktion nennt Punkte, die man hätte besser machen können in diesem Gesetzentwurf. Aber, und das ganz entgegen meiner Vermutung, die Linksfraktion wird diesem Gesetzentwurf zustimmen. Und das dürfte ein relativ einmaliger Vorgang in dieser Legislaturperiode sein, dass die Linken einem Gesetzentwurf der Bundesregierung oder mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung einverstanden sind. Es spricht Annette Savade für die SPD-Fraktion. Quasi durch mein Schlafzimmer. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr ruhig geschlafen. Auch tagsüber wird das Gespräch unterbrochen, wenn ein Zug vorbeifährt. Der permanente Lärm hat mich schon ganz krank gemacht. Solche und ähnliche Beschwerden kennen wir alle von Bürgerinnen und Bürgern, die an lauten Bahnstrecken wohnen. Und sie hoffen auf Gesetze und vor allem auf wirksame Maßnahmen, die diese Missstände aufheben. Zahlreiche Petitionen, Bürgerinitiativen und Verbände machen sich seit langem für ein Verbot von lauten Güterwagen stark. Auch als Mitglied im Petitionsausschuss habe ich viele Petitionen zum Thema Lärm, ob im Elbtal, Rheintal, Düsseldorf, bearbeitet. Ich habe viele Besuche an der Strecke gemacht, bin sogar mit dem Feuerwehrwagen hochgefahren, damit ich das höre, wie laut diese Güterzüge sind. Also wir haben uns auch vor Ort kundig gemacht. Denn wir wissen alle, Lärm macht krank und belastet die Menschen in ihrem täglichen Leben. Und das nehmen wir ernst. Mit diesem Schienenlärmschutzgesetz wollen wir nun endlich Abhilfe schaffen. Ab 2020 dürfen in Deutschland keine lauten Güterwagen mehr fahren. Wir wollen doch alle, dass mehr Verkehr auf die Schiene verlegt wird. Aber er muss leiser werden. Und dann gelingt uns auch die Verlagerung, weil die berechtigten Proteste der Anwohner weniger werden. Das Gesetz schafft für alle Beteiligten die geforderte Rechtssicherheit. Unternehmen können die Umrüstung und Beschaffung von leisen Güterwagen besser planen. Und auch unsere europäischen Nachbarn können sich entsprechend darauf vorbereiten. In den Anhörungen haben wir gehört, dass es da auch eine sehr positive Entwicklung gibt. Wir wollen den Lärm an der Quelle beseitigen und damit den Lärmschutz für unsere Bürgerinnen und Bürger verbessern. Denn es ist doch einfach sinnvoller, wirtschaftlicher und auch nachhaltiger, den Lärm an der Quelle zu reduzieren, als riesige Lärmschutzwände zu bauen. Das Schienenlärmschutzgesetz enthält unter anderem drei wesentliche Bestimmungen, die wir auch in den Verhandlungen hineinverhandelt haben. Ab 2020 dürfen Züge mit lauten Güterwagen nicht mehr für den Jahresfahrplan angemeldet werden. Diese sollen nur noch in dem sogenannten Gelegenheitsverkehr fahren dürfen. Bisschen schwierig zu erklären, aber man kann es ja nachlesen. Der Grund, um künftig die Lärmschutzvorgaben einzuhalten, muss ein lauter Zug entsprechend langsam fahren. Damit blockiert er die Strecke, wurde auch schon gesagt, für nachfolgende Züge. Und die Streckenkapazität wird dadurch erheblich eingeschränkt. Und das wäre letztlich eine Bestrafung für die, die ihre Züge bereits auf leise Züge, leise Bremsen umgerüstet haben und auch für die Investition der Hersteller. Durch diese Vorgaben wird die Attraktivität für laute Güterzüge, das deutsche Streckennetz zu nutzen, erheblich eingeschränkt. Es ist einfach so, dass bereits einzelne laute Güterwagen den Gesamtlärm erheblich beeinflussen. Da es sich um eine logarithmische, nicht arithmetische Addition des Lärmes handelt. Für die Mathematiker unter uns ein bisschen schwierig, aber ich glaube, man kann das erklären. Deshalb heißt laut plus laut ist laut. Laut plus leise bleibt immer noch laut. Ist mathematisch nicht ganz richtig, aber logarithmisch ist es halt so. Und nur leise und leise ergibt leise. Das heißt also, auch ein bereits lauter Güterwagen in einem sonst leisen Zug erhöht die Lärmmenge erheblich. Bei Nichteinhalten, zweiter Punkt, bei Nichteinhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit bei lauten Güterzügen gibt es Bußgelder für die Lokführer. Diese haben wir allerdings auf eine angemessene Höhe abgesenkt und sie sind auch gestaffelt, sodass also auch da eine gute Regelung gefunden worden ist. Und die Hersteller kriegen auch die Zahlen wesentlich mehr. Und der Lokführer hat die Information vorher. Es werden Monitoringstationen eingerichtet, die die Lautstärke der Güterwagen überwachen. Denn wie bereits gesagt, auch ein einzelner Güterwagen erhöht die Lärmmenge. Die Überwachung macht dann das Eisenbahnbundesamt. Aber auch in Zukunft ist die Forschung und Entwicklung von neuer, leiserer Technik für Güterwagen essentiell. Deshalb erhalten laute Züge auch keine Ausnahmegenehmigung mehr, wenn die Technik es erlaubt, dass sie umgerüstet werden können. Und unter Berücksichtigung der Anmerkungen des Bundesrates haben wir einige wenige Ausnahmen für den Betrieb lauter Wagen zugelassen. Das sind zum Beispiel Fahrten auf Steilstrecken, da zurzeit das nur aus Sicherheitsgründen mit diesen Graugussbremsen funktioniert. Aber die dürfen auch nur da fahren und nicht durch die ganze Republik. Bei Anschlussbahnen, dort gilt die TA-Lärm,
aber wir wollen eigentlich immer noch in Richtung Gesamtlärmbetrachtung gehen. Aber im Moment ist es so, dass Anschlussbahnen eben da ausgenommen sind. Und bei Güterwagen mit kleinen Rädern, ich habe da viel gelernt in der Diskussion, das sind diese Güterwagen, die die Autoreisezüge sind. Und da gibt es eben wohl offensichtlich noch technische Probleme, diese auf leise Bremsen umzurüsten. Aber es gibt wohl Möglichkeiten und deshalb müssen wir gucken, dass wir auch da etwas ändern. Und für die Fahrten mit Traditionszügen. Wir alle wollen doch mit unseren Kindern und Enkeln auf diesen schönen alten Zügen fahren und die krachen und machen und stinken, aber das sollte ja erlaubt sein. Insofern finde ich, dass diese Ausnahme ist sinnvoll. Und es wäre für meines Erachtens auch ein Affront gegen die Vereine, die sich sehr engagiert um den Erhalt solcher alten Strecken bemühen und diese Wagen mühsam erhalten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war ein langer Weg. Bereits im Oktober 2015 hat mein Büro die erste Anfrage an das Ministerium gestellt, wann jetzt dieses Gesetz nun endlich kommt. Es war ja vereinbart im Koalitionsvertrag. Heute sind wir soweit und es ist ja schön, dass wir jetzt dieses Gesetz verabschieden können. Ich kann Ihnen sagen, dass nicht nur ich, und davon bin ich überzeugt, auch die Verbände, die Unternehmen und vor allem die Bürgerinnen und Bürger froh sind, dass wir dieses Gesetz nun endlich verabschieden können. Und das, wie ich höre, in großer Übereinstimmung aller Fraktionen. Vielen Dank. Annette Sawade hat hier für die SPD noch mal erläutert, wie lange das manchmal dauern kann, bis ein Gesetz tatsächlich auch Gesetz ist. Nächster Redner Matthias Gastel, der verkehrspolitische Sprecher, der bahnpolitische Sprecher, pardon, der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Liebe Kollegen, zu anderen Themen führen wir hier im Deutschen Bundestag lautere Debatten als zum Schienenlärmschutzgesetz. Denn wir sind uns im Grundsatz einig. Wir wollen bis zum Jahr 2020 den von den Menschen empfundenen Schienenlärm halbieren. Wir brauchen diese Lärmreduzierung, weil es um die Gesundheit der Menschen geht, die entlang der Schienenstrecken wohnen. Und wir brauchen diese Reduzierung auch für die Akzeptanz von Schienengüterverkehr, von dem wir ja mehr wollen und nicht weniger. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung steht es aber nicht zum Besten. Wir wissen von Umfragen des Umweltbundesamtes, dass etwa jeder dritte Bürger, jede dritte Bürgerin sagt, ich bin von Schienenlärm betroffen, mich stört dieser Lärm. Und deswegen haben wir Grüne auch sehr lange auf diesen jetzt inzwischen vorgelegten Gesetzentwurf gedrängt. Wir haben auch einen entsprechenden eigenen Antrag eingebracht, um dieser Forderung nach einem besseren Lärmschutz an der Schiene noch mal Nachdruck zu verleihen. Jetzt geht alles ganz schnell. Wir hatten letzte Woche eine, wie ich finde, sehr gute Anhörung, bei der auch neue Erkenntnisse erzielt wurden. Manche Dinge, die wir schon vorher gefordert hatten, wurden bestätigt. Und viele von diesen Dingen sind jetzt auch in die Änderungsanträge der Fraktionen, auch der Großen Koalition, eingeflossen. Das ist sehr gut. So können wir heute dieses Gesetz in verbesserter Form verabschieden. Wir fanden bereits von Anfang an diesem Gesetzentwurf gut, dass laute Güterzüge ab Dezember 2020 vom deutschen Schienennetz verbannt werden sollen und müssen. Wir fanden auch gut, dass ein Zug bereits dann als laut gilt, wenn auch nur ein einziger, nicht was die Bremsen angeht, umgerüsteter Wagen in diesem Zugverbund drin ist. Und das ist auf jeden Fall das Positive. Leider ist aber die Konsequenz doch nicht ganz so eindeutig, wie es gerade geklungen hat, wenn man die ersten Paragraphen dieses Gesetzes liest. Es sind eben doch einige Ausnahmen und Befreiungen zumindest im ursprünglichen Gesetzentwurf enthalten gewesen. Beispielsweise die Regelung, dass auch nicht umgerüstete Züge weiterhin fahren dürfen, wenn sie so langsam fahren, dass sie trotzdem leiser sind. Das würde aber bedeuten, dass sie maximal 30 km/h schnell fahren dürften und hätte gravierende Auswirkungen auf die Netzkapazität. Das können wir nicht wollen, wenn wir mehr und nicht weniger Güter auf der Schiene haben wollen. Problematisch ist auch, dass auf lärmsanierten Strecken auch mit nicht umgerüsteten Zügen gefahren werden darf. Das ist eine weitere Ausnahme, die aus unserer Sicht nicht notwendig ist. So, jetzt hat es, wie bereits gesagt, einige Änderungen gegeben aufgrund der Erkenntnisse in der Anhörung. Dazu gehört, dass ursprünglich vorgesehen oder gedacht gewesen ist, dass etwa 6.000 Wagen bauartbedingt hätten ohne Umrüstung fahren dürfen. Hier hat sich aber herausgestellt, dass die Umrüstung technisch möglich ist. Nach dem Gesetzestext muss dann auch die Umrüstung erfolgen. Das ist gut, dass es hier keine Ausnahme gibt.
Es wäre auch vorgesehen gewesen, dass laute Züge bereits zum Jahresfahrplan und damit lange im Voraus hätten angemeldet werden müssen. Praktikabel ist eine solche Regelung nicht, weil wer weiß schon lange im Voraus, welche Züge oder welche Wagen in seinem Zug enthalten sein werden, wenn es Monate später erst tatsächlich auf die Schiene geht. Hier ist jetzt klar gemacht worden, dass diese Züge im Rahmen des Gelegenheitsverkehrs und nicht bereits vorab zum Jahresfahrplan angemeldet werden müssen. Das sind Änderungen, das sind neue Erkenntnisse, die wir da gemeinsam getroffen haben. Ich finde es schade, möchte ich ja auch noch einfließen lassen, dass wir nicht einen gemeinsamen Änderungsantrag zustande gebracht haben. Wir haben uns darum bemüht, das hätten wir machen können, nicht nur gemeinsam abstimmen, sondern auch gemeinsam die Verbesserungen zu beantragen. Es gibt aber auch noch Kritikpunkte, die einfach nicht korrigiert wurden. Dazu gehört der zu geringe Kontrolldruck. Die Evaluation ist nur in der Gesetzesbegründung und nicht im Gesetzestext enthalten. Wir hätten sie natürlich lieber im Gesetzestext drin gehabt. Ende 2019 muss evaluiert werden. Da muss klar sein, wirkt das Gesetz oder reicht es nicht. Wir hätten uns auch eine stärkere Spreizung der Trassenpreise gewünscht, damit laute Güterzüge höher bepreist werden, damit es einen klaren ökonomischen Anreiz zum Umrüsten gibt und kein Anreiz, noch zu warten bis auf den letzten Drücker, weil vielleicht die Politik doch noch umschwenkt. Also dieser Druck, dieser ökonomische Druck, der hat noch gefehlt. Also viele Dinge sind richtig. Ich möchte noch einen Hinweis geben. Wir erhöhen mit diesem Gesetz die Akzeptanz des Schienengüterverkehrs, aber es steht um den Schienengüterverkehr insgesamt nicht gut. Was wir unbedingt brauchen, und das vermissen wir sehr stark bei der Großen Koalition, sind die innovativen neuen Ideen für die Stärkung des Schienengüterverkehrs, damit weniger Lkw auf der Autobahn unterwegs sind und mehr Güter auf der Schiene befördert werden. Und noch der letzte Satz. Wir reden jetzt immer über das Jahr 2020. Wir müssen aber auch uns Gedanken machen, wie es danach weitergeht. Unsere Anstrengungen dürfen nicht zum Jahr 2020 aufhören. Es geht auch danach weiter im Bemühen, den Schienenlärm zu reduzieren. Dazu müssen wir beispielsweise die Lokomotiven verstärkt in den Blick nehmen. Wir müssen auch andere, noch innovativere Bremstechnologien in den Blick nehmen. Es geht um die Akzeptanz, es geht um den Gesundheitsschutz. Der Weg ist gut, auf dem wir jetzt gemeinsam sind, aber er ist noch lange nicht zu Ende. Matthias Gastel für die Grünen. Und das, was hier heute passiert, ist durchaus selten. Denn im Großen und Ganzen herrscht hier große Einigkeit zu diesem Schienenlärmschutzgesetz. Natürlich gibt es Punkte, wie eben auch Matthias Gastel erwähnt hat, die eben zu kurz kommen oder gar nicht vorkommen. Aber im Großen und Ganzen ein einiges Plenum. Und das hat man wirklich nicht alle Tage im Deutschen Bundestag. Jetzt Michael Dornt für die Unionsfraktion. So titelte die Zeitung Die Welt vor circa einem Jahr. Hintergrund waren massive Anwohnerproteste in Niedersachsen gegen Neubaustrecken für Güterzüge. Und meine Damen und Herren, ich halte eine solche Entwicklung fatal für unser Land, das eine Exportnation ist und gleichzeitig ehrgeizige Klimaschutzziele verfolgt. Wir wollen, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt, und wir wollen mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern. Das geht aber nur, wenn wir eine entsprechende Infrastruktur schaffen, und das wiederum geht nur, wenn wir die Akzeptanz der Bevölkerung dazu haben. Aber die Menschen sind immer weniger bereit, donnernde und kreischende Güterzüge zu erdulden, und deshalb haben wir uns im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, den Schienenlärm in Deutschland bis zum Jahr 2020, ausgehend von 2008, zu halbieren. Und es freut mich daher sehr, dass wir heute mit diesem Schienenlärmschutzgesetz einen weiteren ganz wichtigen Baustein setzen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Gesetz verbietet grundsätzlich den Betrieb lauter Güterwagen ab dem 13. Dezember 2020 auf unserem deutschen Schienennetz. Und wenn ab diesem Zeitpunkt trotzdem ein Güterzug unterwegs ist, in den laute Wagen eingestellt sind, so muss er so langsam fahren, dass er genauso leise ist wie ein Zug, der nur aus neuen oder umgerüsteten Wagen besteht. Bereits heute sind die Trassenpreise, die sogenannte Schienenmaut, lärmabhängig differenziert. Mit lauten Wagen langsam fahren wird die Eisenbahnverkehrsunternehmen deshalb in Zukunft zusätzlich viel Zeit und damit auch viel Geld kosten. Und das
sollte zwar schon aus unternehmerischen Gesichtspunkten ein großer Anreiz sein, bis Ende 2020 alle Güterwagen umzurüsten oder durch leise zu ersetzen. Und dennoch besteht das Risiko, dass einige Unternehmer aus ganz Europa diese Umstände in Kauf nehmen und weiter versuchen, mit alten, lauten Wagen, aber dann eben mit niedriger Geschwindigkeit das Netz zu befahren. Und die Fachleute haben uns davor gewarnt, dass nämlich schon wenige dieser langsamen Züge unser gesamtes Netz schwer belasten würden, was eigentlich logisch ist, weil hinter einem lauten und des langsamen Zug ein schneller Zug auch langsam fahren muss. Und das wollen wir von SPD, CDU und CSU verhindern. Unser Ziel ist, den Güterverkehr attraktiv zu machen. Deshalb ist jetzt vorgesehen, dass für solche Züge eben Einzelfahrgenehmigungen beantragt werden müssen und nicht schon im Jahr vorher der Fahrplan vorsorglich für langsame Trassen blockiert wird. Meistens wissen ja auch die Güterbahnen ein Jahr vorher noch überhaupt nicht, welche Waggons man ihnen bringt, die sie dann durch Europa ziehen sollen. Und wir wollen damit auch verhindern, dass diese Betreiber wegen manchen Güterwagen, für die es noch keine Lärmreduktion eben gibt, bestraft werden. Solche Güterwagen, das sind die, die hinzukommen, die technisch noch nicht umgerüstet werden können. Die Kollegin hat sie gerade angesprochen, die mit kleinen Rädern am Wagen sind. Ich habe da auch viel über die Technik lernen dürfen. Die müssen genauso umgerüstet werden wie die anderen, aber es muss zunächst eine anerkannte und zugelassene Technologie für die Lärmreduktion vorhanden sein. Und deshalb sind sie auch so lange ausgenommen, bis es diese Technik gibt. Allerdings kann man sagen, daran wird bereits mit Hochdruck gearbeitet. Und wir gehen diesen Weg zum Verbot lauter Wagen nicht alleine. Unsere südlichen Nachbarn, die Schweiz, verbietet bereits zum 1. Januar 2020 die lauten Güterzüge ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass alles, was aus Südeuropa über die Eidgenossenschaft zu uns kommt oder dorthin will, leise unterwegs sein wird. Eine sehr gute Nachricht, nicht nur, aber natürlich vor allem für uns in Baden-Württemberg. Mit Blick auf das zukünftige Verbot lauter Güterwagen rüstet die Branche in Deutschland jetzt schon kräftig ihren Bestand um. Unterstützt werden die Unternehmen dadurch durch ein Förderprogramm der Bundesregierung mit einem Volumen von 152 Millionen Euro. Dieses Programm nutzen übrigens auch ausländische Wagenhalter, die bei uns mit ihren Fahrzeugen unterwegs sind. Und durch unser heutiges Gesetz haben die Unternehmen jetzt auch die Gewissheit, dass sich ihre Investitionen in die leisere, aber teurere Technik auch in Zukunft lohnen werden. Und dass die Anreize, die die Bundesregierung schon bisher gesetzt hat, wirken, sieht man daran, dass jetzt schon die Hälfte der in Deutschland verkehrenden Güterwagen umgerüstet und damit leise ist. Mit unserem Schienenlärmschutzgesetz zeigen wir, dass unsere Politik verlässlich ist. Mit fortschreitender Umrüstung wird der Schienenlärm auch schon heute jedes Jahr ein bisschen mehr und nicht erst nach 2020 deutlich reduziert. Der Schienenverkehr in Deutschland wird leiser. Das ist unser Ziel und das schaffen wir. Und das ist die gute Nachricht des heutigen Tages an die lärmgeplagten Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Ein über alle Fraktionen hinweg einiger deutscher Bundestag, ein Tag, den man sich im Kalender anstreichen kann. Es geht um das Schienenlärmschutzgesetz und es spricht zu dieser Debatte Kirsten Lühmann, die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sehr verehrte Anwesende, das Gesetz, das wir hier heute verabschieden, ist ein zentraler Punkt in unserem Koalitionsvertrag zur Schienenpolitik. Und es ist umso wichtiger geworden, weil wir unsere Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen einhalten müssen. Und das können wir nur, wenn wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen.
Die Regierung war dazu nicht untätig. Wir haben in dieser Legislatur im Bundesverkehrswegeplan Prioritäten gesetzt, in der Engpassbeseitigung, in der Elektrifizierung von wichtigen Güterverkehrsstrecken, in der Implementierung des 740-Meter-Netzes und in der Begründung des Deutschlandtaktes, um auch für den Personenverkehr attraktiver zu werden. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das alles reicht noch nicht. Was ganz wichtig ist zum Thema Güterverkehr, wir müssen die Wirtschaftlichkeitslücke zwischen der Schiene und der Straße schließen. Wir müssen uns über die Gedanken machen über die Senkung von Trassenpreisen und Stromsteuern, sonst wird unser Konzept nicht aufgehen. Aber unsere Politik für die Schiene hat, wie vieles im Leben, zwei Medaillen. Die zweite Medaille zeigen uns die Anwohnenden. Unsere Politik bedeutet für Menschen, die an der Schiene wohnen, noch mehr Lärm vor ihrer Haustür. Das haben wir erkannt, und darum haben wir auch in diesem Punkt gehandelt. Wir haben mit der sogenannten Schall 03 die Berechnung für Schienenlärm verändert, aktualisiert. Wir haben die Mittel für den freiwilligen Lärmschutz jährlich um 30 Millionen Euro erhöht. Und wir haben neue Techniken für die Lärmminderungen eingeführt, sei es als Versuche oder im richtigen Betrieb. Aber wie wir gehört haben von den betroffenen Menschen, insbesondere wenn wir die großen Bürgerforen machen, zum Beispiel an der Rheintalbahn oder im Hafen-Hinterlandverkehr in Norddeutschland bei der Alphatrasse, die Menschen sagen uns, das ist schön, aber das reicht uns nicht. Und sie haben recht. Denn was nützt es uns, wenn wir 6 Meter hohe Lärmschutzwände hübsch anmalen, damit man besser drauf gucken kann? Das bringt wenig. Viel wichtiger ist es doch, den Lärm an der Quelle zu vermeiden. Und das werden wir mit diesem Gesetz machen. Bis 2020 hat die Bundesregierung auch ein Umrüstungsprogramm aufgelegt. Über 150 Millionen Euro werden den betroffenen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Und jetzt haben wir heute sehr theoretisch geredet. Wir haben gesagt, so ein umgerüsteter Zug ist bis zu 10 Dezibel leiser als ein nicht umgerüsteter. Aber wenn man sich mal an die Schiene stellt und sich das mal anhört, denn über 50% der Wagen sind umgerüstet, dann merkt man erst, was das für ein Vorteil ist. Mehrfache Halbierung des Lärmes. Ich empfehle allen, das mal zu machen, sich mal hinzustellen und sich so einen Zug anzuhören. Dann sieht man, das, was wir hier heute auf den Weg bringen, ist eine echte Erleichterung für die Betroffenen. Natürlich müssen wir weiterhin diskriminierungsfreien Zugang ermöglichen. Es gibt technische Grenzen. Auch solche Züge müssen auf die Schiene kommen. Wir haben gesagt, trotzdem, obwohl sie nicht umgerüstet sind, obwohl sie laut sind, müssen sie, wenn sie auf unseren Schienen unterwegs sind, unsere Lärmobergrenzen einhalten. Und das geht nur, indem sie leise fahren. Nun wissen wir aber alle, auch aus dem Straßenverkehr, wenn wir eine Regel aufstellen, dann müssen wir sie auch kontrollieren. Und wenn wir sie kontrollieren, heißt das auch, wenn jemand diese Regel überschreitet, dass er ein Bußgeld zahlen muss. Nun haben wir die Bedenken der Gewerkschaften GDL und EVG sehr ernst genommen, die uns gesagt haben, warum geht ihr denn an den Lokomotivführenden ran? Das ist richtig, aber wir gehen nicht nur an den Lokomotivführenden dran, sondern das Bußgeld wird auch fällig für den Unternehmer, der so etwas angeordnet hat. Aber der Lokomotivführer, den können wir nicht ganz außen vor lassen, genauso wie wir den Lkw-Fahrer nicht ganz außen vor lassen können oder den Pkw-Fahrer, der eine Ordnungswidrigkeit begeht. Aber wir haben das ernst genommen und haben gesagt, die Bußgelder müssen verhältnismäßig sein. Und ein Lokomotivführer hat weniger Geld als der Unternehmer. Also muss auch die Höchstgrenze für den Lokomotivführenden deutlich geringer sein. Wir haben die Höchstgrenze halbiert und sie ist jetzt maximal 1.000 Euro. Ich denke, damit haben wir den Interessen der Betroffenen Rechnung getragen. Wir haben die langsamen Züge, die uns unsere Trassen verstopfen, dadurch ein wenig entschärft, dass wir gesagt haben, sie dürfen nur noch als Gelegenheitsverkehr fahren. Das heißt, auf Trassen, die sowieso schon leer geblieben sind, wo sie also keinen anderen stören, dürfen sie fahren. Das finde ich richtig. Das ist auch wichtig aufgrund der Diskriminierungsfreiheit. Also abschließend, das Gesetz, das wir hier heute machen, ist ein gutes Gesetz für die Umwelt, ist ein gutes Gesetz für die Anwohnenden.
Aber es ist nicht der Schluss der Debatte. Wir Politiker und Politikerinnen können uns jetzt nicht zurücklehnen, sondern wir haben den Auftrag, nach vorne zu schauen, die Entwicklung und Forschung weiterzutreiben, dass wir noch leisere Güterwagen kriegen, noch leisere Lokomotiven und noch leisere Gleisbaufahrzeuge in Deutschland. Herzlichen Dank. Kirsten Lühmann war die vorletzte Rednerin in dieser abschließenden Beratung des Schienenlärmschutzgesetzes und in der hat das letzte Wort Dirk Fischer für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Schall von Güterzügen mit alter Bremstechnik ist zu vergleichen mit einem Presslufthammer, der in 7 Meter Entfernung von uns arbeitet, also 90 Dezibel. Dass ein solcher Lärm von Anliegern als störend und für die Gesundheit als beschädigend empfunden wird, ist ja wohl sonnenklar. Die Prognose unseres Ministeriums ist für den Schienengüterverkehr Zuwachs bis 2030 um über 43%. Das heißt also, wir tun Notwendiges und unterstützen damit auch ausdrücklich das Ziel der Bundesregierung, mehr Güter auf der Schiene zu transportieren. Denn das bedeutet eine umweltfreundliche und klimaschonende Bewältigung des Güteraufkommens. Aber der Staat als Eigentümer muss natürlich dafür das Schienennetz weiter ausbauen und neue Kapazitäten schaffen, um diesen Zuwachs bewältigen zu können. Das heißt aber für die Anlieger von Strecken nicht weniger, sondern in der Zukunft noch viel mehr Verkehr. Dieser Realität müssen wir uns stellen. Der Schienenlärmschutz für die Bevölkerung ist daher zwingend ein Kernziel dieser Koalition, dass sie mit einer Vielzahl von Maßnahmen und immensen Investitionen, eines ist ja schon angesprochen worden, vorantreibt. Und wenn der Bund die Strategie leise Schiene sich als klares Ziel gesetzt hat, dann soll der Schienenverkehrslärm ausgehend von dem Jahr 2008 bis 2020 halbiert werden. Dadurch würde auch im Volk die Akzeptanz für Schienenverkehr deutlich steigen. Das heißt also die Parole mehr Mobilität bei weniger Lärm. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist ein Meilenstein für den aktiven Lärmschutz, weil er eine Reduzierung des Lärms direkt an der Quelle erfordert. Die neuen innovativen Verbundstoffbremssohlen können die Rollgeräusche der Güterwagen um bis zu 10 Dezibel reduzieren. Das ist in der menschlichen Wahrnehmung eine Halbierung des Lärms. Im Juni 2013 ist ja auch die sogenannte LL-Sohle durch den Internationalen Eisenbahnverband für die europaweite Umrüstung zugelassen worden. Und das ist ökonomisch eine sehr sinnvolle Lösung. Da braucht man nur die Bremsklötze auszutauschen. Das kann bei jedem Wartungstermin erledigt werden. Zwar sind in Europa neu angeschaffte Güterwagen und die meisten Personenzüge seit 2006 mit einer leisen Bremstechnologie ausgestattet, aber es verkehren eben in Europa noch viel zu viel nicht umgerüstete Güterwagen. Erfreulich die Meldung der DB AG vom Montag dieser Woche, dass bis Ende 2017 die Umzahl der umgerüsteten Wagen des Unternehmens von 33 auf 40.000 steigen wird und dass bis Ende 2020 sämtliche 64.000 Wagen der Flotte umgerüstet sein werden. Auch andere Güterwagenhalter haben vergleichbare Fortschritte bei der Umrüstung erzielt, sodass man mit gutem Gewissen sagen kann, die deutschen Güterwagenhalter haben die Zeichen der Zeit erkannt und können in Europa als positives Beispiel genannt werden. Wir erhöhen mit dem Gesetz den Druck auf diejenigen Wagenhalter, die bislang keine Umrüstung ihrer Güterwagen vorgenommen haben. Der laute Güterwagen für den regulären Fahrplanwechsel 2020/21 kann, wie dargestellt, nicht mehr angemeldet werden, dann nur noch Gelegenheitsverkehre auf noch nicht vergebenen Schienentrassen fahren. Und das vorliegende Gesetz ist insoweit, wie ich denke, auch eine sehr sinnvolle regulatorische Ergänzung für das, was in den letzten Jahren bereits umgesetzt worden ist. Der Kollege Dont hat ja das Förderprogramm angesprochen. Mit 152 Millionen Euro
fördern wir die Umrüstung der auf unserem deutschen Netz fahrenden deutschen und ausländischen Güterwagen. Ich fordere aber hier auch die Europäische Union auf, ebenfalls ein solches Programm mit Umrüstungsbeihilfen für Länder, die Investitionsschwächen haben, aufzulegen und sich aktiv an der Umrüstung der europäischen Güterwagenbestände zu beteiligen, damit schnellstens eine einheitliche gesamteuropäische Lösung geschaffen werden kann. Mit der Umrüstung der Güterwagen auf leisere Bremstechnik ist eine flächendeckende Lärmminderung möglich. Lärmschutzwände und Schallschutzfenster können doch eben nur örtlich und begrenzt eine Wirksamkeit entfalten. Also seit dem Fahrplanwechsel, das ist das zweite, 2012-13, müssen laute Züge höhere Trassenpreise zahlen als leise Züge, und besonders leise Züge bekommen auch noch Wagen bekommen auch noch eine Investitionsprämie als Belohnung. Der Bund investiert auf Initiative des Bundestages, sage ich hier mit einigem Stolz, jährlich jetzt mittlerweile 150 Millionen Euro in eine freiwillige Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen. Das Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes 2016 bis 2018 hat zusätzliche Investitionen für Lärmschutz drin, damit insbesondere Lärm an Brennpunkten weiter reduziert werden kann und innovative Techniken entwickelt werden können. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss will ich sagen, wir können auch noch weitere Maßnahmen ergreifen. Superschnelles Schleifen für glatte, geräuscharme Schienen, Schallabsorber an den Rädern, neu dimensionierte Schallschutzwände, also konkav und nicht mehr steil, Entdröhnung von Brücken. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich bin am Ende, Frau Präsidentin. Nahtlose Verschweißung, damit nicht alle 110 Meter knack, knack, knack im Netz ist. Da haben wir einiges zu tun. Auch die Digitalisierung kann den Beitrag leisten. Ich bin überzeugt, dass wir in den Jahren bis 2020 deutliche Verbesserungen erleben werden. Ich wünsche den Anwohnerinnen und Anwohnern der Metropolen, des Rheintals, des Inntals, des oberen Elbtals und anderen Regionen baldige, ruhigere Nächte und bitte deswegen um Zustimmung zu diesem Gesetz. Dirk Fischer für die Unionsfraktion war der letzte Redner, und jetzt wird abgestimmt, und dann, das gucken wir uns mal liebe jetzt Kollegen, gleich eins zu eins an, denn was hier passiert, ist relativ selten in dieser Legislaturperiode. Schauen Sie mal. Eingebrachten Gesetzentwurf zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen. Es liegt mir zu der Abstimmung eine Erklärung vor, gemäß § 31 der Geschäftsordnung. Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 11-769 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 11-287 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetz zustimmen, in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung einstimmig angenommen worden. Wir kommen zur dritten Beratung und zur Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Gibt es jemanden? Ja, meine Damen und Herren, und das schauen Sie sich jetzt mal an, da stehen tatsächlich alle. Das hat es zumindest in dieser Legislaturperiode, zumindest soweit ich mich erinnern kann, tatsächlich nicht gegeben. Ich glaube, das ist schon relativ selten im Deutschen Bundestag. Aber es nützt den Bürgerinnen und Bürgern, die an Schienen leben müssen, denn der Lärmschutz dort soll erheblich verbessert werden durch leisere Bremsen bei den Güterwagen der Deutschen Bahn. Kostet die Bahn 230 Millionen Euro, aber der Bund gibt auch 150 Millionen pro Jahr dazu.